für mich ist eine gute Filmmusik, die schwingt so mit. Und wenn ich den emotionalen Bögen der Hauptfiguren folge, dann führt die mich da so durch. Und irgendwann, wenn der Film vorbei ist, dann denke ich mir mal, boah, das war ja auch eine super Musik. Als Filmkomponistin unserer Arbeit eigentlich so frei, dass wir die Musik gestalten können, wie wir es auch selber fühlen. Solange wir mit unserer Emotionalität immer die Geschichte unterstützen und genau die Aussage verfolgen oder genau die Aussage unterstreichen, die auch Regie und Produktion in der Folge sehen. Es ist total spannend, es sind hervorragende Schauspieler. Und insofern wird es uns leicht gemacht, musikalisch dort einen Teppich zu legen, auf dem die Schauspieler agieren können. Ja? Und wir haben den großen Vorteil, dass wir ein riesen Instrumentarium bedienen können, eben mit Gitarre, Bass, Klavier und haben natürlich auch noch die ganzen Klanglibraries im Rechner, die die Klänge erzeugen können. Filmmusik ist für mich mit das Schwerste überhaupt, was zu machen ist, was zum Film beiträgt, weil es hängt ja sehr von der Geschichte ab. Es hängt sehr vom Geschmack des Regisseurs ab. Man muss da sehr unterscheiden zwischen Musik, die Spannung erzeugen soll, oder unterhaltende Musik. Wer will Johannes? Blankenstein. Er will ihn an die Catanzaros ausliefern. Nein, der will ihn in Sicherheit bringen. Komm! Eine Besonderheit ist ja, dass wir zwei Filmkomponisten sind, die aber eine Musik erzeugen. Ja? Und das ist bei uns so ein bisschen wie so ein Ballspiel. Ja? Wir werfen uns die Bälle zu. Also einer hat eine Idee, sagen wir mal eine Note, ein Instrument, eine Harmoniefolge. Und der andere nimmt sie auf und füllt sie dann wieder aus mit Klängen. Neben dem, dass uns natürlich die Regisseure fordern mit ihren Wünschen, können wir uns auch gegenseitig noch neue Ideen als Input bringen. Tempo und eine gewisse Nervosität reinzubringen, haben wir ganz viele rhythmische Elemente, die wir verwenden und auch ganz viele kleine Instrumente, die wir auch ab und zu mal in unserer Küche finden. Und das gibt ganz neue Sounds, die man von klassischem Schlagzeug her, die man da nicht rausbekommt. Action-Moment. Also da gefällt mir die Musik zum Beispiel ganz oft sehr gut, weil es sich beim Drehen gar nicht so intensiv anfühlt. Aber dann, wenn man es im Ganzen sieht und die Musik einem dieses Gefühl von Spannung und Intensität gibt, dann ist es natürlich super. Die Szene und stellt sie vor, wie sie nachher wird.
Und ganz oft wirst du komplett auf links gedreht in deiner Erwartungshaltung. Das liegt an vielen Sachen, aber Musik ist eben eine wichtige Komponente dabei. Und das kann eine Szene auch komplett retten. Es geht ja darum, hinter eine Ebene zu gucken. Also zu gucken, was passiert im Charakter. Ja? Wie ist er zu der Tat gekommen? Wie ist er zum Mörder geworden? Oder wie überführe ich den Täter? Musik verdeutlicht eigentlich in dem Moment, wo sie klingt, was ein Charakter fühlt, was er nicht ausspricht.